Schauspielerin Bibiana Zeller, 95-jährig verstorben. Als Frau Cortan in der Fernsehserie Cortan ermittelt, erlangte sie in den frühen 80er Jahren große Popularität. Am Burgtheater stand sie auch nach der Pensionierung als Ensemblemitglied im Jahr 1999 bereit, wenn eine wirklich uralte Frau gebraucht wurde. Gestern, Sonntag, ist Bibiana Zeller im Alter von 95 Jahren gestorben, wie ihr Sohn Fabian Eder heute der APA bestätigte. Am Burgtheater trauert man um eine scharfsinnige, weltoffene und subtile Künstlerin und Kollegin. In Memoriam Bibiana Zeller ändert der ORF-Radiosender 1 sein Programm und bringt am Samstag, 22.07. um 14 Uhr das Hörspiel Villa Jüterbock von Ernst Wünsch aus dem Jahr 2009. Zeller spielt darin an der Seite von Wolfram Berger, Martin Schwab, Vera Borek, Harald Hart und Gerti Drassel und verkörpert Litz, die Hausherrin der titelgebenden Villa, die jede Menge skurriler Tattergreise zwischen 80 und 102 Jahren beherbergt. ORF 2 zeigt am Samstag gleich eine ganze Reihe an Filmen, um 9:50 Uhr Heimkehr mit Hindernissen, 2010, um 11:20 Uhr Zuckerroma, 2003, um 15 Uhr Live is Life, 2009, und um 22:50 Uhr Alles Schwindel, 2012, und legt am Sonntag um 14:30 Uhr Live is Life, Der Himmel soll warten, 2013, nach. In Dreisat ist Bibiana Zeller von 10. bis 12. August in 3 Cortan ermittelt, Nächten mit insgesamt 7 Folgen zu sehen. Die Streaming-Plattform Flimmit würdigt die Schauspiellegende mit einer eigenen Kollektion. Ruhe in Frieden in Dankbarkeit. Danke für euer Abo und Mitgefühl.